Herzlich willkommen zu diesem Video zu Google Drive Tabellen. In diesem Video möchte ich dir jetzt zeigen, wie man einfache Funktionen einfügen kann, wie man zum Beispiel die Summe bilden kann, addieren kann, Potenzen berechnen kann, Prozente berechnen kann. Ich habe hier schon bereits ein Tabellenblatt vorbereitet und habe hier bereits ein paar Werte eingetragen. Und auf der rechten Seite habe ich hier die Funktionen schon angeführt, die wir jetzt dann gleich verwenden wollen. Man sieht hier eine Summe. Und das ist die Summe aus diesen Zahlen. Und da kann ich mir das natürlich im Kopf ausrechnen. Ich kann es aber auch berechnen. Wenn ich jetzt hier hergehe und ein Gleichzeichen einfüge, das ist bekannterweise das Zeichen hier für die Funktionen bei Tabellenkalkulationen, dann gebe ich jetzt dann noch SUM an und er zeigt mir jene Funktionen an, die er hier als möglich erachtet, nämlich wo SUM vorkommt, SUM. Gibt mir hier schon einen Hinweis. Wenn ich hier fahren würde, würde mir einen anderen Hinweis anbieten. Und ich bleibe hier bei SUM, die Summe. Und dann lege ich hier den Wertebereich fest, zu dem ich dann diese Summe berechnen möchte. Drücke Enter. Und ich habe hier die entsprechende Summe aus diesen Zahlen hier. Und hier oben sieht man dann die Formel, die Funktion B3 bis B6. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, etwas zusammenzuzählen. Das, was wir in den vorgehenden Videos ja schon gemacht haben. Ich gehe zum Beispiel jetzt hierher, tippe dann das Plus ein, so wie wir es hier auch haben, nehme dann eine andere Zelle, B4 plus B6 wird dann zusammengerechnet und ergibt dementsprechend dann auch 65. Dann kann ich natürlich auch eine Subtraktion durchführen, eine Minusrechnung, mache wieder hier das Gleichzeichen, wähle mir wieder eine Zahl aus, tippe dann das Minus ein und wähle mir dann eine andere Zahl aus, wie zum Beispiel den Wert von B4. Drücke Enter und es wird dann automatisch schon berechnet. Wenn ich hier zum Beispiel die Zahl verändern würde, würde dann auch automatisch hier werden die anderen Werte dann angepasst. Ich kann hier eine Multiplikation durchführen. Das wäre in dem Fall dann hier natürlich kein Plus, sondern hier das Malzeichen. Drücke wieder hier das Gleichzeichen. Wähle hier dann zum Beispiel 78 mal diesen großen Wert hier. Ich habe dann einen sehr großen Wert und das wäre hier dann die Funktion B4 mal B7. Da kann ich auch eine Division durchführen, wieder das Gleichzeichen. Wähle mir hier eine große Zahl, tippe dann das Divisionszeichen ein und ich dividiere dann hier zum Beispiel durch diesen Wert. Und es kommt dann eine Zahl heraus mit einer Kommastelle. Dann kann ich eine Potenz dann zum Beispiel auch noch verwenden und da habe ich dann hier dann diese Funktion Power. Power. Ich sollte aber natürlich dann nicht vergessen, so wie es ein reiner Text hineingeht, dass ich auch das Gleichzeichen dann verwende. Power. Wähle dann die Klammer dann aus. Wähle hier die Basis, also zum Beispiel hier den Wert von hier. Wähle dann noch Strichpunkt aus, wähle dann die Zahl, die dann zur Potenz dann ist, drücke dann Enter und es ist 16, denn 4 hoch 2, also die Potenz, ist dann tatsächlich 16. Wenn ich das hier bearbeiten wollte und statt dem Wert von B5 zum Beispiel hier den Wert von B4 nehme, muss ich dann nur noch hier hineingehen, tausche den 5er durch einen 4er aus und ich habe dementsprechend auch schon einen höheren Wert. Prozentsatz kann ich festlegen, wenn ich mir eben ausrechnen möchte, zum Beispiel 5% zum Beispiel von einer Zahl, dann wähle ich mir mal das Gleichzeichen, nehme dann hier eine Zahl, mache dann mal 0,05 und habe dann hier 5% in dem Fall hier von diesem Wert, der hier in dieser Zelle B3 steht. Dann kann ich natürlich auch eine Zahl runden. Das macht natürlich dann vor allem einen Sinn, wenn ich eine Kommazahl habe. Verwende hier wieder das Gleichzeichen. Gehe hier auf Round. Merkt ihr schon, das ist der Hilfstext. Und ich wähle mir hier diesen Wert. Drücke Enter und es wird dann gerundet. Nach oben in dem Fall 63. Dann kann ich den Mittelwert von mehreren Zahlen dann noch nehmen. Da verwendet man hier bei Google Tabellen Average. Das zeigt er mal schon an.
spiele mir das aus und wähle mir jetzt den Wertebereich, von dem ich den Durchschnitt hier angezeigt haben möchte, von B3 bis B7, drücke die Enter-Taste und ergibt mir dann als Durchschnittswert hier von 36, wenn ich hier die Werte dann erhöhe zum Beispiel herum, schreiben wir das, machen wir 4 weg, 137 und habe dann hier einen Mittelwert von 761. Dann kann ich mir auch die größte Zahl anzeigen lassen von einer Zahlenreihe, das ist der Maxwert. Wähle sie aus, wähle wieder einen Wertebereich mehr aus, drücke Enter und gibt man dann wirklich die größte Zahl hier an, in dem Fall der Wert, der in B7 steht. Dasselbe geht dann auch für Minimalwert. Wähle also dann Min, nicht MIP, sondern Min. Wähle wieder einen Wertebereich mehr aus, vielleicht diesen hier, drücke Enter. Und gibt man dann den minimalsten, den kleinsten Wert dann an, das wäre dieser Wert hier. Das ist also, man kann hier zahlreiche Funktionen einfügen in so ein Tabellenblatt. Und ich habe dir aber nur einen kleinen Teil von diesen Möglichkeiten jetzt hier mal gezeigt, um vorgegebene Funktionen verwenden zu können. Mehr in einem nächsten Video.